drei Sachen zum Ausrechnen. Ein bisschen rumspielen mit Exponenten und Logarithmen. 10 hoch 3x plus 10 ins Quadrat soll sein 110. Was ist x? Der Dreierlogarithmus aus 27a ist gleich 42. Was ist a? Und der Dreierlogarithmus aus 27 plus a ist 42. Was ist a? Das müssten Sie eigentlich inzwischen im Schlaf können. Toi, toi, toi. Hier oben wollte ich Sie eigentlich in Versuchung führen, diese 3x und die 2 zu addieren. Das hat jetzt keiner gemacht, glücklicherweise. Ne? Also hier kriegen Sie nicht ordentlich was zusammengefasst bei 10 hoch 3x plus 10 ins Quadrat. Das wollte ich nur mal feststellen, ob es einer zusammenfasst. Die 10 ins Quadrat rechne ich natürlich aus, macht 100. 10 hoch 3x plus 100 ist 110, also ist 10 hoch 3x gleich 110 minus 100. Sie bringen diese 100 rüber auf die rechte Seite. 10 hoch 3x ist also 10, 110 minus 100. 10 ist 10 hoch 1 und wenn Sie das haben, 10 hoch bla ist gleich 10 hoch 1. Exponentialfunktion, wenn Sie wissen, was aus der Exponentialfunktion rauskommt, da gibt es nur eine Möglichkeit, 3x muss 1 sein, anders kann es nicht sein. 3x muss 1 sein, also ist x gleich 1 Drittel. So könnte man das machen. Hier, der Dreierlogarithmus von 27a soll 42 sein. Das Natürlichste ist wahrscheinlich, beide Seiten 3 hochzunehmen. Wie kriegen Sie den Dreierlogarithmus weg? Sie nehmen beide Seiten 3 hoch. 3 hoch den Dreierlogarithmus macht dann 27a. Mein Mantra wieder, was sagt der Dreierlogarithmus? Der Dreierlogarithmus sagt, womit ich 3 potenzieren muss, damit das da drinnen rauskommt, 27a. Und was mache ich dann? Also 27a ist beide Seiten 3 hoch, hier steht jetzt 3 hoch 42. 27 ist aber 3 hoch 3. Der hier ist 3 hoch 3, das macht das Ganze ein bisschen freundlicher noch. Die 3 hoch 3 bringen Sie auf die andere Seite rüber. A ist gleich 3 hoch 42 durch 3 hoch 3. Potenzen zur selben Basis teilen. 42 Faktoren 3 durch 3 Faktoren 3 macht also 3 hoch 39. Könnte man also noch ein bisschen zusammenfassen. Und der letzte hier war auch wieder nur, um Sie in Versuchung zu führen, eine Summe im Logarithmus kriegen Sie im Allgemeinen nicht auseinandergenommen. Ein Produkt kriegen Sie auseinandergenommen. Wäre Logarithmus von 27 plus Logarithmus von a, aber hier den kriegen Sie im Allgemeinen nicht auseinandergenommen. Beide Seiten 3 hochnehmen, dann bin ich bei 27 plus a ist gleich 3 hoch 42. Und da kann man jetzt nicht mehr viel retten. A ist also 3 hoch 42 minus 27. Okay, sorry, ich sehe, dass das eine irritierende Schreibweise ist. Ich meinte hier 3 hoch 3 mal a. Die 27 ist 3 hoch 3 mal a. Nicht 3 hoch 3a, sondern 3 hoch 3 und dann unten weiter mal a. Und dann bin ich die 3 hoch 3 rüber auf die rechte Seite. Also Sie könnten hier mit der Brechstange ein bisschen rausklammern, dass Sie sagen, das ist 3 hoch 42 minus 3 hoch 3. Wie können Sie jetzt die beiden irgendwie, wie gesagt, mit der Brechstange, wie können Sie die beiden hier irgendwie zusammenfassen? Genau, Sie nehmen diese 3 Dreien überall raus, diesen Faktor 27, 3 Dreien, den nehmen Sie aus beiden raus. Dann haben Sie hier vorne 3 hoch 39, nur noch 39 Faktoren 3, minus 1. Ich weiß nicht, ob es schöner geworden ist, aber könnte man machen.